Start. Meine erste YouTuber-Kooperation. Freunde, willkommen hier zu einem nagelneuen YouTube-Video. Ich habe eine ganz tolle Person jetzt hier auf meiner linken, auf eurer rechten Seite. Und zwar die Reginer. Oh. Wir drehen heute ein richtig lustiges Video und zwar die Whisper Challenge. Ich glaube, ihr kennt die alle, aber sonst werde ich doch mal. Sprachen lernen, Bubble. Erklären. Genau, das geht nämlich so. Die Regine hat zum Beispiel gleich einen hier Kopfhörer auf und hört darüber Musik. Und ich flüster ihr was zu oder ich sag ihr was zu und sie muss dann erraten, was ich sage. So, wir spielen das dann richtig so mit Punkten und der verliert, hat die Möglichkeit bzw. darf über den... Nee, der gewinnt. Der gewinnt, hat die Möglichkeit über den Account des Verlierers irgendwas zu posten, irgendwas zu kommentieren. Und genau, also es ist ganz egal, was wir befreuen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, ich verliere nicht. Ich hoffe, ich auch nicht. Wir machen uns so viele Feinde. Wir lassen uns aber nur 24 Stunden dran. Genau, nur 24 Stunden. Wir wollen ja nicht übertreiben. Der Hate wird trotzdem kommen. Ja, ist so. Freunde, habt ihr übrigens schon ihren tollen Pulli angeschaut? Und vielleicht auch meinen tollen Pulli? Woher dieser Pulli kommt und was das für ein Pulli ist? Ja, Freunde, das ist mein eigener Merch jetzt. Ist out now. Erster Link in der Beschreibung, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und jetzt beginnen wir mit dem Video. Ich kann es nur empfehlen, es ist ultra weich. Das ist richtig kuschelig. Das ist total kuschelig. Du Schmierfink. Du Schmierfink. Spielst. Schmierfink. Schmier. Fink. Fink. Ey, Mann, scheiße. 14 Sekunden nur? Oh mein Gott, Alter. Oh, okay. Scheiße, ich will nicht verlieren. Ich pflücke Äpfel. Ich? Ich? Pflücke? Pflücke? Äpfel. Äpfel. Scheiße. Ey, ist richtig? Hä? Oh, scheiße. Ist ja voll... Ja, gut, okay. Es war nur der erste Satz. Ja, guck mal. Du hast doch ganze 19 Sekunden gehabt. Oh, krass. Okay, guck mal, ich war sogar noch schneller. Ich glaube, wir müssen mal längere Sätze. Ja, das war jetzt nur Aufwärmen. Genau, wir sind ja auch alle so, ne? Ja. Voll. Scheiße, jetzt muss ich mir gleich einen ganz guten Satz raussuchen. Okay. Hast du schon mit deinem Steuerberater telefoniert? Oh. Ha? Alter, was? Hast du schon mit deinem Steuerberater telefoniert? Alte Schmierkooperativ. Richtig! Hast. Alt. Hast. Alt. Hast. Alt. Hast. Alt. Hast. Als. Was? Du sagst doch als! Nein! Hast. Hast. Ich. Scheiße. Vorbei. Was war das bitte für ein Ellenarschlanger Satz? Hast du schon mit deinem Steuerberater telefoniert? Jo! Ja, wir müssen ein bisschen trickiger werden. Die Farbe des Pullis gefällt mir sehr. Die. Ich. Die. Ich. Die. Nee. Die. Li. Die. Li. Die. Sie. Die. I. Die Farbe. Die Farbe. Des Pullis. Ist bunt. Die Farbe des Pullis gefällt mir sehr. Die Farbe. Des Pullis. Pink. Des Pullis. Bunt. Vorbei. Du verkackt, scheiße, was? Wie war das? Die Farbe des Pullis gefällt mir sehr. Kam dein YouTube-Money schon? Kram dein Scheiß zusammen. Kam dein YouTube-Money schon? Deine Schuhe zusammen. Dein YouTube-Money. Dein Rückspiegel. Dein YouTube-Money. Seine Luke. Kam dein YouTube-Money schon? Gudrun macht was? YouTube-Money. YouTube-Mann. Money. Mensch. Dein YouTube was? Money. Kam dein YouTube-Money schon? Jetzt fühle ich im Endeffekt jetzt schon, ne? Ja. Okay. Shit. Die Klorolle ist schon wieder alle. Die Klorolle? Du Olle? Ist schon wieder alle. Die Klorolle? Du Ko-Olle? Die Klorolle? Die Klorolle! Die Klorolle! Ist schon wieder alle. Ist schon wieder alle! Ah! No! Oh mein Gott, ich hab den ersten Punkt errappt! Regina, oh, ich freue mich. Okay, das Spiel ist noch nicht vorbei. Ich hab so Angst. Es steht jetzt 2-1 für dich, ne? Ja. Chupa Chups. Schubs mich, was? Chupa Chups. Schubsen. Chupa Chups. Schubs. Schuh. Chupa. Chupa. Chups.
Schubaschubs! Ja! Oh, stell dir mal vor, die Berlin Tag- und Nachtseite kommt und du kommentierst da irgendwas. Oh mein Gott, Alter! Let's rap. Auf einmal geht mir voll das Licht auf. Oh mein Gott, übertreib mich. Auf einmal? Auf einmal? Geht mir voll das Licht auf. Legst du einfach auf? Auf einmal? Auf einmal? Geht mir voll das Licht auf. Was? Oh mein Gott, was? Auf einmal geht mir voll das Licht auf. Auf einmal befreundest du dich mit Laura? Was? Auf einmal geht mir voll das Licht auf. Alle meine Follower sind gekauft. Woher weiß er das? Auf einmal geht mir voll das Licht auf. Auf einmal geht mir voll das Licht auf. Aber ich hab das schnell verkackt, oder? Aber nett, dass du das noch auf den Zögern hast. Ganz geil. Ist Matchball jetzt, also steht 3-2. Wenn ich das jetzt nicht errate, darfst du bei mir posten. Oh, na, Gott. Oh, Scheiße. Oh, Kacke, Alter. Okay, sehr gut. Boah, ich komme diesen Druck nicht klar. Okay. Nee, warte mal, wenn du jetzt. Wenn ich jetzt nicht errate. Dann darf. Dann. Moment. Dann müssen wir noch eine Runde machen. Achso, ja, okay. Ja, okay, dann ist nein, wenn ich errate, dann habe ich gewonnen. Oh, Scheiße, okay, dann. Ja, okay. Jetzt sieht das sich voll den schweren Satz aus. Oh, warte, nein, das ist nicht gut! Oh mein Gott! Okay. Oh, Scheiße! Man merkt so richtig, der hat voll Schiss. Heute schon dein Bett bezogen? Heute? Schon dein Bett bezogen? Schon Peppa Pig gesehen? Oh, das ist aber ein anderer. Okay. Heute? Schon? Schon? Dein Bett bezogen? Heute schon? Dein Bett bezogen? Dein Bett bezogen? Tum. Dein Bett bezogen. Trampet. Dein Bett. Bett. Heute schon Pisse. Getrunken. Nein. Scheiße, oh, jetzt noch eine Runde. Oh mein Gott, ich komme mit dieser Spannung nicht klar, Regina, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh, Scheiße. Leute, Alter. Ja, wir müssen weitermachen. Nicht so. Oh Gott. Was nehme ich denn? Die Fahrt heute war arschlang. Wie lang? Die Fahrt heute war arschlang. Der Partyveranstalter. Die Fahrt heute war arschlang. Die Feier ist ausgewaschen. Was? Die Fahrt heute war arschlang. Die Fall. Die Fahrt heute war arschlang. Verarschen? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hast du gesagt? Die Fahrt heute war arschlang. Oh, Scheiße. Okay, das kriege ich jetzt hin. Mein drittes Auge gerade ein bisschen so. Öffnen. Okay. Oh, schreib mich an. I'm gonna win this shit. Der Lolli ist voll lecker. Nochmal? Der Lolli ist voll lecker. Der deine. Lolli. Nee. Was? Der Lolli. Der Lolli. Deine Leute. Der Lolli. Deine Leute. Der Lolli, Regina. Dein. Der Lolli. Der Lolli. Ist voll lecker. Der Lolli ist voll geil. Ist voll lecker, Mann. Dein Lolli ist voll lecker. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gib mir dein Handy. Gib mir dein Instagram. Okay, pass auf. Wir machen Folgendes, damit ich mir jetzt nicht einfach an jemanden rauspicke. Das wäre ja voll gemein. Wir machen das so. Nur bei deutschen YouTubern oder Influencern oder so. Bei internationalen Dings machen wir das nicht. Ja. Ich gehe auf dein Feed. Und der erste deutsche Influencer, YouTuber, Schauspieler, was auch immer dann da ist, unter dem Bild musst du was kommentieren. Und je nach Content, je nach Bildunterschrift, gucken wir, was du dahin schreibst. Okay. Nice. Okay, wir haben. No, Jeffrey's no, nice. Wer ist Bubble Hotel Bali? Das ist ein Hotelresort. Ah ja, okay, gut, das geht nicht. MTV geht auch nicht. Wer ist das? Das ist ein. Der ist auch, kommt aber eigentlich aus. Anna, ups! Amerikaner? Die ist deutsch. Die war bei Love Island. Oh! Scheiße. Okay. Oh, Scheiße, Love Island ist doch eine gute Vorlage, Alter. Das ist echt eine gute Vorlage. Ich gucke das nur nicht, deswegen habe ich jetzt keine Insider-Witze. Okay, was steht da? Should have booked a one-way. Ist auch noch Werbung, aber für was? Na egal. Hast du das verlinkt? Nö. Ah, doch. Doch. Fashion Girls. Fashion Girls. Ah, okay, eine Fashion-Bekleidung. Okay.
Auch noch bei einer RTL, wir sind in einer Familie sozusagen, oh mein Gott. Die grüne Palme steht komisch, aber der Baum daneben ist schön. Okay. Aber dann ist das die der Bezug. Die ist real. Ja. Das ist das Ding. Oh Scheiße. Ist das geil. Okay. Die Palme steht komisch. Oh mein Gott. Moment, machen wir Punkt. Moment. Aber der Baum daneben ist schön. Hast du ein Hashtag? Moment, wir machen ein Emoji. Welchen Emoji machen wir denn da rein? Irgendein, der gar keinen Sinn macht. Wir nehmen diesen Schuh. Das ergibt keinen Sinn, aber das ist gut. Okay. Einfach diesen Schuh. Ohne Hashtag einfach? Ja, warum Hashtag? Einfach machen. Oh, schau, Alter. Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Am besten sollte ich noch unter deinem Kommentar kommentieren, hey, was stimmt nicht mit dir? Voll unkorrekt. Die Palme steht komisch, aber ja. Der Baum daneben ist schön. Leute, ja. Gebt euch das, geht da auf jeden Fall mal drauf und guckt euch mal an, was vielleicht für Reaktionen drauf kommen. Ich bin gespannt. Like den Kommentar, liebe Freunde. Ja. Ey, ganz, ganz wichtig, Leute, es gibt eine Verlosung für euch. Es gibt eine Verlosung für euch. Ihr kommt nicht nur mit Entertainment hier raus, sondern ihr könnt was Geiles gewinnen. Und das hole ich mal hin. Ja. So, jetzt lege ich noch meinen Lolli weg, weil diese Verlosung ist so bombastisch, liebe Freunde. Denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich jetzt mein eigenes Modelabel rausgedroppt. Und dazu habe ich ein Hoodie, zwei Pullovers und ein Handschuhe, womit ihr auch Touchscreen halt auch. Hä? Geil, oder? Echt? Ja. Vor so im Winter so. Ja, weil du nicht immer als Influencer kennst das Problem im Winter, du willst eine Instagram-Story machen und dann musst du erst die Handschuhe ausziehen. Ja, oder einfach, so. Einfach dann stehst du da und die Hände fühlst du gar nicht mehr. Ja, genau. Und mit meinen Handschuhen ist das geil. Alles möglich. Das ist stark. Diese Verlosung gibt es jetzt nur auf meinem Kanal, liebe Freunde. Der Gewinner wird in einer Woche unter diese Description hier stehen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Glück. Was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich relativ leicht. Ihr müsst diesen Kanal einfach abonnieren und uns beiden auf Instagram folgen. Und in den Kommentaren schreiben, Hashtag dann oder fertig oder gemacht oder was ihr im Endeffekt wollt. Nehmen wir dann. Dann? D-O-N-E für alle, die nicht wissen, was wir meinen. Hashtag dann. Sache, ihr abonniert diesen Kanal. Vergesst auf jeden Fall nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und die Glocke zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer wisst, wann hier was abgeht, wann hier Videos online kommen. Denn und schaut nochmal bei Regina vorbei. Genau, falls ihr Bock habt. In der Bio-Description verlinkt, liebe Freunde. Genau. Sonst wünsche ich euch noch einen ganz schönen Sonntag. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder, wie üblich. Und ja, Gott. Regina, du hast das letzte Wort. Meine Gäste dürfen immer das letzte Wort haben. Echt? Ja, cool, ne? Darf ich was sagen? Ja. Okay, haut rein.